meine erste Maßnahme, dass ich die rausschmeiße, wenn ich Bürgermeister bin. Sicher? Zeigen Sie mal her. Ach, die sind ja überhaupt nicht schön. Die sind ja überhaupt nicht schön. Also bin ich aber enttäuscht, Herr Bischöle. Also, es tut mir leid. Also, das ist ja... Da müssen wir ja noch mal ganz neu rangehen. Da ist ja kein einziges Bild dabei, wo ich optimistisch, positiv, zuversichtlich dargestellt bin. Ach, nee, da müssen wir noch mal ganz neu rangehen, Herr Büchel. Noch mal fotografieren. Machen Sie doch auch irgendwas mal über einen Text. Ich weiß ja nicht, nach dem Dunkel wird es hell, Bürgermeister Manfred oder so. Ich weiß ja nicht. Zeigen Sie mal den Prospekt. Sagen Sie, ist es denn schon definitiv entschieden, dass neu gewählt wird? Heute Nachmittag ist Gemeinderatssitzung. Der Landrat hat seinen Segen schon dazugegeben. Wir ziehen die Kampagne trotzdem voll durch. Gerade weil es keinen Gegenkandidat gibt, müssen wir Vollgas geben. Sonst kommt ja überhaupt niemand zur Wahl. Was ist denn los, Frau Kleinhans? Es wird einen Gegenkandidaten geben. Hä? Die Sozialdemokraten und die Grünen stellen gemeinsam den Herrn Ambacher auf. Aber wir machen doch trotzdem noch die zuversichtlichen Fotos, nicht? Selbstverständlich. Was Privates wäre doch nicht schlecht, oder? Familie zieht immer. Buschele, ich werde doch wegen dieser Wahl jetzt nicht heiraten. Sagen Sie mal, Ambacher. Was weiß man denn über diesen Ambacher? Hm? Noch nichts. Aber jede weiße Weste hat doch ein paar dunkle Flecken, oder? Sehr gut, Buschele, sehr gut. Sag mal, wer ist denn für diesen Schwachsinn verantwortlich? Pose statt Politik. Auf sowas wartet doch eure Gegner bloß. Ist doch positiv, zukunftsorientiert, dynamisch. Fällt bloß nur, dass sie sagen, Affen, geil. Das ist ein Foto. Oh, ja? Die Leute wünschen sich ihren Bürgermeister nicht als Hans Dampf in allen Gassen, sondern als einen überlegenen, nachdenklichen Menschen, zu dem er wegen seiner Ernsthaftigkeit Vertrauen haben kann. Die wählen doch kein Playboy. Genau das war auch ursprünglich meine Auffassung. Das Bild ist schön, aber falsch, Herr... Buschle. Ja, wir haben doch genau darüber gesprochen. Wir brauchen einen ganz seriösen Wahlkampf. Wir brauchen ein Bild zwischen Willi Holzwart und mir mit dem Tenor weiter so in der Tradition von Bärenbach oder so. Ich meine, das habe ich doch alles genau erklärt. Haben Sie es vergessen? Oder? Die Bilder sind schon unterwegs. Da würde ich mich doch mal persönlich drum kümmern, Herr Buschle. Und überhaupt, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich muss jetzt mit Herrn Holzwart ein paar Worte unter vier Augen sprechen. Willi, nimm doch Platz. Ja, ja.